Gut. Das ist ein Würfelspiel, auch ein Tower Defense Spiel. Das macht echt Sinn, also macht Spaß. Ich wusste nicht, dass man sowas spielen kann, nur mit Würfel. Und zwar haben die Würfel verschiedene Eigenschaften. Und zwar, das ist ein Scharfschütze, der macht die langsamer. Das ist ein Geldturm, der sammelt Geld an. Und der macht auch irgendwie Schaden. Und das ist halt dann der Geldwert, den ich jetzt zur Verfügung habe, um einen Turm zu kaufen. Und wenn man dann abschießt, bekommt man pro Turm auch Geld. Und dabei kann man halt neue Würfel einsetzen. Und man kann die auch stecken, also stackweise stecken. Das zeigt euch jetzt, wie es geht. Gut, dann fangen wir mal an. Erste Runde vorbei. Wir haben für einen Treffer 10 Gold bekommen. Wenn die alle hier durchkommen, habe ich verloren. Dann war es das. Machen wir mal hier noch einen hin. Hier. Es wollen die 40. Man kann die nur stecken, indem man zwei gleiche Zahlen übereinander legen kann. Gut. Jetzt kann ich den hier drauflegen. Nicht hier drauflegen. Was wollen wir schon hier absetzen? Na, ich glaube, ich kann das nur. Achso, ich habe nicht genug Geld, um das zu stecken. Ich brauche wahrscheinlich 60 Gold, damit ich die drauflegen kann. Okay, ist in Ordnung. Es gibt unendlich Level. Ich hab erst ein, zweimal probiert zu spielen, wie ich schon ungefähr wusste, wie ich das Prinzip funktionierte. Hab dann nur 50, 60, 70 Level geschafft. Und dann wusste ich ungefähr, wie es geht. Dann habe ich das Maximum 110 Level geschafft. Aber man muss sagen, alle 10 Level, muss man darauf achten, kommt ein Bossgegner mit ganz viel Leben. Und wenn der es schafft, da durchzulaufen und man da nicht darauf achtet, dass man da genug hier liegen hat, dann kann der echt durchrennen und dann hast du es verloren. Sobald der erste hier oben ankommt, hast du es verloren. Und man kann halt dann, jetzt zum Beispiel sieht man, könnte ich einen neuen kaufen oder ich kann die 60 investieren, um halt zu stecken später. Aber es geht wahrscheinlich nur, wenn ich dann hier laufen lasse. Dann mache ich erstmal so. Weil man darf halt nicht vergessen, ein Punkt macht nur einen Schaden, wenn man das stackt. Dann hast du natürlich zwei Punkte drauf. Hier macht das noch nicht viel aus. Aber wenn du erst später jetzt schon zwei Punkte hast, und hast dann nochmal zwei Punkte und zwei Punkte, damit du die dann nochmal stecken kannst, dann hast du drei Punkte. Obwohl die Einzelwürfel ja nur 4 Schaden machen können, hat man dann nur da 3 Schaden. Das heißt, man macht immer einen Rückschritt. Um halt dann allgemein zu ergänzen, um es zu erweitern. Und das ist halt dann wieder, was man halt dann hin und wieder vergisst, wenn der Boss kommt. Aber wenn du Pech hast, du machst bei Level 9, tust du alle Würfel stecken, dass die dann, weil du hast dann ja alles voll gehabt, brauchst Platz, tust du drauf stecken. Ist mir schon ein paar Mal passiert, habe ich die Würfel zwar wieder erhöht vom Wert, aber ich habe dann allgemein viel Schaden weniger da, und dann kam immer der Boss ein, zweimal und dann ist er durchgerannt, weil die Würfel nicht mehr genug Schaden gemacht hatten.
Das war ein voll blöd gewesen. Habe ich schon auch gedacht, muss das jetzt sein? Hier, siehst du? Weil das macht ja jetzt keinen Unterschied. Habe ich ja zwei Einzelpunkte gehabt, mache ich jetzt einen Doppelpunkt. Also das ist ja jetzt nicht viel Unterschied. Das muss, okay, es scheint wohl nur zu gehen, zu stecken, wenn das am Laufen ist. Dann mache ich das hier hin. Ups. Und man braucht natürlich genug Geld, um das stecken zu können. Also zumindest mal das Geld, was hier steht. Ah, doch, geht auch. So. Jetzt ist der Boss-Level. Siehst du, 10? Jetzt habe ich stehen gerade drauf, aber jetzt macht er keinen Unterschied. Aber später halt macht das mehr Unterschied halt. Weil das natürlich ganz viele einzelne Punkte sind und du steckst die dann auf einmal alle auf einen Würfel, hast du voll viele Punkte verloren. Und dann geht das jetzt? Doch, geht auch offline. Das ist gut. Jetzt habe ich die überall bei 2. Jetzt fange ich an, mit denen hier aufzuwerten, weil der gibt da Geld. Das ist meine Bank. Und der macht alles langsamer. Das heißt, ich muss das überall. Sollte doch gehen, oder nicht? Warum macht er das denn jetzt nicht? 4 sind nur 8. Seltsam. Okay, jetzt muss ich halt anfangen, langsam mit dem hier zu arbeiten, dass er die langsamer macht. Wenn da mehr kommen, dann. Weil vorher habe ich mich hier konzentriert, immer hier auf einen Haufen gemacht. Und da habe ich die 10er-Levels. Die 10er-Levels haben mir immer den Kopf geknickt gebrochen, weil ich schon bei 50, 60 war oder so. Und dann habe ich das gedacht, okay, jetzt mache ich drei Arten: einmal hier ein Lager und hier ein Lager. Und später vielleicht noch hier ein Lager. Und werte die immer auf. Und dann kam ich relativ weit. Also beim Testen. Ich habe das dreimal getestet, kurz hintereinander, bis ich ungefähr das Prinzip verstanden hatte, wie es funktioniert, das Spiel. Und das macht. Warum geht das nicht hier drauf? Das wundert mich jetzt aber wirklich. So. Gut. So, jetzt habe ich. Jetzt hat das gemacht. Ich habe das gar nicht rübergeschoben. Ach, okay, seltsam. Irgendwie aber die Geister. Also die Banken hat es eigentlich schon mal hier in der Ecke gemacht. Egal, machen wir. Jetzt kann ich dir mal zeigen kurz. Bei den Banken ist das egal. Jetzt habe ich hier Zweier und hier Zweier. So, jetzt mache ich natürlich hier drauf. Nicht genug Geld oder wie? Okay, da müssen wir mal nochmal laufen lassen. So, jetzt habe ich natürlich aus 4 Punkten 3 gemacht. Aber ich habe hier weniger Plätze belegt. Habe natürlich einen Platz gewonnen, aber habe jetzt natürlich von 4 Punkten, die da waren, 3 bekommen. Das heißt, ich habe einen Punkt Verlust gemacht. Und bei jedem Würfel, den du steckst, um höher zu werden, verlierst du natürlich immer einen Punkt, wenn du die zusammen machst. Und das macht es schon bemerkbar. Deswegen sollte man immer darauf achten, wenn die 10er Runde kommt, der Boss-Level kommt, dass man da nicht stackt, sondern hier alles belegt hat. Und erst wenn die Runde 11 kommt, oder zum Beispiel die Runde 11 oder 21 oder 31 kommt, dann kann man die alles stecken, bis wieder die volle gerade Zahl kommt. Und dann muss man hier wieder alles voll haben, damit man so viel wie möglich schießen kann auf den Boss. Das ist dann halt so meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Wenn man das beachtet und wenn man darauf achtet, dass dann halt immer jede 10 Level ein Boss kommt, dann kommt man auch relativ weit hier im Spiel. So gut, gucken wir jetzt mal, wo wir weitermachen. Das haben wir eben noch gut geschafft. Das heißt, wir müssen das einmal stecken. Dann machen wir hier 2 draus, 2. Machen wir hier
3 draus, dann kann man die 3 auf die, nochmal 4. Das heißt, wir tun so viele Punkte verschwenden, nur um hier 4 zu bekommen. Das ist schon 2, 2, 3 und da machen wir jetzt 4 draus, siehst du? Jetzt haben wir so viele Punkte verschwendet, um halt die 4 zu bekommen. Wenn man das jetzt machen würde, wenn jetzt ein Boss kommt, dann hast du so viele Punkte verschwendet und schaffst dann mit dem einen Vierer den Boss nicht kaputt zu machen. Obwohl mit dem Vierer jetzt nicht mal weg, weil es dann nur Geld gibt. Der schießt da nicht. Schießen tun nur die drei hier. Scharfschütze. Keine Ahnung, was das. Und dann halt, der macht langsam. Der, was da ist, der Unterschied ist, hab ich auch noch nicht ganz begriffen. Der macht wahrscheinlich mehr Schaden. Warte mal, Rechtsklick. Linksklick. Die kam auch irgendwo eine Info, aber. Komisch. Ich glaube, ich sollte mal mit denen anfangen. Dass ich die jetzt auch mal bediene. Eine gesunde Mischung, sagt man so schön. Ich muss halt gucken, dass ich noch vor den 20er hier noch genug rumliegen habe. Gut. Das kommt die 18. Runde, 19. jetzt. Also das heißt, ich habe noch 3 Runden Zeit, mich hier auszubreiten. Dass ich, ich habe genug Geld hier. Ja, gut. Was machen wir jetzt am besten? Das sind alle auf 2. Das wäre jetzt sinnvoll. Die sind vom Wert her alle gleich. Das heißt, es macht Sinn, jetzt alles auf 3 irgendwie hochzukriegen. 3, 4. Viel mehr haben wir gerade nicht. Siehst du, die machen jetzt ein bisschen mehr Schaden. Machen wir die auf 2. Das auf 2. Dann machen wir jetzt hier nochmal. 1, 2, 3, 4. Oh, die kann ich jetzt schon machen. Das heißt, ich habe jetzt. Die zwei gehen daher auf den. Die zwei gehen auf den. Ja, ich muss sie langsam draußen lassen. Ich würde die jetzt gerne stecken, aber. Ich habe nicht genug Geld. Gut, jetzt haben wir genug. Jetzt kommt der Boss, das darf ich auf jeden Fall nicht stecken. Gleich. So, die lasse ich noch. Die mache ich auf keinen Fall stecken. Da muss ich auf jeden Fall nochmal die rausholen. Ach schade, ich habe nicht genug Geld. Ja, das ist der Boss. Aber hat er noch gut geschafft. Gut, jetzt ist der Boss vorbei, jetzt kann man die wieder stecken. So. Okay, nicht genug Geld. Ich habe doch nicht ganz begriffen, wann ich das decken kann und wann nicht. Wahrscheinlich, wenn der Wert hier erreicht ist, hier, ne? Denke ich mal. So. Gut, jetzt haben wir hier 4er. Und wir haben noch 9 Runden Zeit, bis der nächste Boss kommt. Und dann können wir. Hier, das können wir jetzt auf jeden Fall laufen lassen. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Gut. Dann machen wir hier stecken, stecken, stecken. Jetzt haben wir 4er Würfe. Jetzt können wir wieder anfangen. Am besten. Ja, ich fange mit Geld an. Weil es gibt noch Boni-Gelder.
Man muss auch gucken, dass die höher die Level werden, auch genug Geld da hat. Okay, es fehlt wieder Geld. Erschien noch ohne Probleme zu gehen. Es hat man natürlich 2x4er Boni Geld oder wenn ich drauf machen würde, ein 5er. So bringt natürlich mehr Geld. Ne? Da muss man halt schon überlegen, wie man das deckt. Na gut, die Klingel gehe ich. Jetzt mal gucken, jetzt müssen wir den hier, oder? Warte mal. Jetzt haben wir hier Vierer draus gemacht. Jetzt müssen wir mal den hier machen. Das ist der nächste, den wir erweitern. Das muss ich nochmal Zweier machen. So, jetzt haben wir hier auch Vierer. Okay, da fehlt noch genug Geld. Gut. Gut, jetzt haben wir es auch Vierer gemacht. Aber wir haben auch genug Geld da. Oh, ist ja kein Thema. Mal laufen lassen. Gut. Gut, das haben wir auch Vierer. Jetzt haben wir hier Vierer draus gemacht. Gut, passt. Jetzt müssen wir mal die roten noch machen. Gut, mal gucken, ob wir die auch vier kriegen. Ah, es fehlt wieder Geld. Gut, den ersten haben wir auf vier. Den haben wir auch auf 4. Es fehlt wieder Geld. Jetzt müssen wir langsam wieder achten, ob ein Boss kommt, der gleiche Bossphase wieder. Nein, ich glaube, das schaffen wir noch. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Jetzt würde ich am liebsten natürlich wieder mit dem hier machen. Dass wir hier die Bankenabteilung aufbauen. Aber ich frage mich, ob wir die Boss schaffen mit dem. Sollte eigentlich. Denke ich mal. Weil der Boss kam mir eben bis hierhin. Jetzt haben wir die ja auf 4 gemacht. Na, ich. Da haben wir genug Geld da. Kunde. Ja, soll ich riskieren? Ne, ich mache lieber noch was hier. Ich fange mal wieder hier mit dem an. Das ist Bossrunde, genau.
Doch, geht. Haben wir bis hier. Das ist gut. Wir machen doch gut Schaden. War nicht gut Geld. Jetzt haben wir den ersten Fünferwürfel. Erstmal muss ich mich um die ums Geld kümmern, dass wir da wieder mehr reinkriegen. Jetzt haben wir, ich würde die am liebsten auch stecken, aber dann haben wir natürlich einen 5er statt 2, haben wir 5 statt 8 Punkte. 8 Punkte und mehr. Ich glaube, ich hebe die so lange auf, bis man hier mehr Platz braucht, um hier überhaupt weiter leveln zu können. Da muss ich die zwangsweise stecken. So lange würde ich die wahrscheinlich noch so lassen. Würde ich mal fast behaupten. Was tun wir noch weiter stecken? Langsamer werden muss er ja nicht. Haben wir festgestellt, funktioniert ja. Gut, das können wir, haben wir genug Geld da, können wir hier weitermachen. Kann ich hier direkt kaufen? Ne, geht nicht. Stecken, stecken. Ach, da fehlt noch einer. Stecken, stecken, stecken und stecken. Jetzt haben wir den Fünfer. Nein, nein, das Spiel hat das Ziel, so viele Runden wie möglich zu überleben. Man muss halt nur gucken, wie man am besten das Time, dass man die Levels, die Bossrunde immer abmacht, wenn man die Bossrunde überlebt und dass man halt die Würfel so hoch leveln kann, dass man später hier alles voll hat und so weit kommt wie möglich. Das ist das Ziel vom Spiel. Dass man halt irgendwie das richtige Timing findet, um das irgendwie alles hinzukriegen. Das heißt, die Orangen geben mehr Geld pro Treffer und das hat nur eine Bank, wo man Geld anlegt. Und die leveln halt. Das sind halt verlangsamen Scharfschütze und wahrscheinlich machen die mehr Schaden für die gelben Einheiten, die kommen oder so. Da muss es ja nicht alleine laufen. Nee, das ist nur ein Spiel für jetzt und für eine kleine Runde, sagt man so schön. Das heißt, man muss halt gucken, die beste Strategie erkunden, wie man es am besten hier macht, dass man noch Platz hat, um die Würfel erweitern zu können. Weil wenn es hier irgendwann zu eng wird, kann man die Würfel auch nicht mehr erweitern, weil halt der Platz hier fehlt. Also das Feld wird nicht pro Runde größer oder so, das Feld bleibt da so. Also habe ich das zumindest. Ich habe letztes Mal bis 110 geschafft, glaube ich, oder 120, ich weiß nicht genau. Das war mein höchstes Level gewesen von der Runde her mit der Strategie, die ich gerade mache. Und da kam auch irgendwie kein Ende oder so. Oder wo die jetzt sagen, man muss Runde 100 erreichen und dann kriegt man ein anderes Feld oder eine andere Bahn oder sowas. Das hätte ich mir natürlich gewünscht, aber das kam irgendwie nicht. Oder ich war noch zu niedrig mit dem Level, dass man erst ab Level 150 oder was ein neues Feld kriegt. Aber ich weiß es nicht. Ich habe da auch von den Einstellungen ist auch sehr marginal beim Spiel. Ich habe wahrscheinlich nur zum Tüfteln, wie kommt man am weitesten von der Runde her mit dem begrenzten Anzahl von Feldern. Denke ich mal. Aber wir werden jetzt rausfinden. Ich habe das Spiel ja nur mal einmal kurz angetestet, um zu wissen, wie es geht. Und jetzt spiele ich so. Das müssen wir jetzt gemeinsam rausfinden, um zu gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Wie wir da am besten das Spiel spielen. Warum macht der? Er soll so schnell bleiben. Der soll nicht runter. Achso, der macht glaube ich immer pro Runde eins weniger. Weil es macht. Na egal, ich reg mich da jetzt nicht auf. Bringt ja nichts.
Ich muss halt nur immer drauf achten, auch wenn ich schnell mache. Manchmal übersehe ich, dass es eine Bossrunde kommt. Und dann habe ich den Salat. Ich muss dann hier alles voll machen, wenn ich die Bossrunden überlebe. Ansonsten packe ich das nicht. Gut. So, es kommt langsam gleich die Bossrunde. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich so langsam mal kommt der Boss dann noch. Ich sehe noch, wie viele kommen. Ich lasse die mal draußen, ich stecke die noch nicht. Und 2, 3, 4, 5, 6. So, da ist der Boss. Okay, bis hierhin ist er. Eben ist er bis hier, jetzt ist er bis hier. Wir sind bei Runde 40. Sobald es bei 50 wird er wahrscheinlich bis hier hinkommen. Gut. Ja gut, da müssen wir jetzt. Gut, jetzt haben wir die nächsten. Die sind gut. Und alles 5er. Passt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir die auch auf 5 kriegen. Jetzt haben wir ja wieder ein paar Runden Zeit, bis die nächste Bossrunde kommt. Ich glaube, pro Runde, die neu anfängt, macht er hier. Ja, so. Macht er runter. Aber man muss schon viel bekommen. Gut, mal geschafft. Jetzt kommen die 5er, wo sich die weißen und die blauen. Aber noch ist ja keine Bossrunde. Dann mache ich erstmal wieder Geld mehr. Bei den Banken 4 Vierer, das ist gut. Jetzt kommen wir langsam wieder in Bossrunden. Jetzt mache ich am besten mal den hier. Das Problem ist auch hier bei dem Spiel, die Felder sind da begrenzt, ich kann ja nicht, ich muss gucken, wie ich was mache, weil wenn ich jetzt anfange zwei Würfel zu leveln, dann habe ich irgendwann keinen Platz mehr, um die zu Ende zu leveln. Das ist dann halt das Problem bei dem Spiel so ein bisschen. Okay, den habe ich geschafft. Die nächste Runde muss ich noch ein paar platzieren, bis ich genug habe für den Boss.
Als nächstes tust du die weißen Löffeln. Und die muss ich, darf ich noch nicht decken. Die lasse ich einfach draußen. Damit ich genug Punkte habe. Mit dem Boss, da kommt er. Ja. Ah doch. Ja, wie ich geschätzt habe in dem Bereich. Gut, das hat gut hingehauen. Das habe ich echt zwei, dreimal verschlafen, weil ich es zu schnell hier gemacht habe, zu schnell voran wollte. Habe ich das echt mit den Bossrunden überschätzt und dann sind die teilweise abgehauen. Weil ich die vorher schon zu früh gesteckt hatte. Das war dann echt blöd. Da bin ich echt weit gekommen, habe die Bossrunde übersehen. Und schon hat sich den Salat. Gut. Jetzt müssen wir hier nochmal. So, ich habe ja noch Geld. Kann ich ja durchziehen. Ah ne, wird schnell mehr. Ist schnell weniger. Komm. Kommen gleich die Bossrunden wieder. Da ist der Boss. Da stecke ich jetzt nichts, bis der Boss weg ist. Hoffentlich klappt das. Oh, da geht schon weit. Okay, bis hier hin. Das heißt, nächste Runde geht er. Ja. Ist schon. Nee, ich bin da viel zu weit geskillt. Das ist ja doof. Was machst du denn jetzt? Okay, da habe ich ein kleines Problem. Okay, ich kann den ersten Sechser machen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber darauf kriege ich den ja nicht. Das war hier anfangen. Da habe ich ungewollt den ersten Sechser gemacht. Ich wollte erst den Fünfer machen. Habe ich dann doch das Ziel hinausgeschossen. Okay, jetzt kommt wieder Bossrunde. Ich bin mal gespannt, wie weiterkommt, ob das jetzt so passt. Ja doch, okay. Bis hier kam er. Ah, ich habe wieder gedrückt. Das heißt, er macht dann direkt die nächsten Runden mit hinterher. Oder nicht? Ah, ich verstehe es nicht ganz. Er hat ja eben, wo die Bossrunde war, schon neue gemacht hier. Eingestellt oder sowas.
Und jetzt versuche ich nochmal hier dahin zu. Ne, am besten erstmal Geld. Geld wäre wichtig. Das Geld. Ich mache den zu 4. Jetzt müssen wir gleich gucken. Die gehen zusammen, der geht zusammen und die gehen zusammen. Okay, jetzt müsste er gehen. Ich mache das mal noch kurz bis Postrunde und dann kann ich immer noch hier zusammen machen. Wann geben die mir Geld? Kriege ich das noch hin? Ich mach das schon mal so. Ah, jetzt haben wir schon die nächste Runde gestartet. Okay, das. Ach man. Kann ich denn hier nichts holen? Ich hab zu wenig Geld. Ach Mist, ich wollte jetzt eigentlich strecken hier. Okay, nächste Runde ist Boss. Okay. Warum lässt denn er jetzt hier? Heißt das, dass etwa es kommen immer mehr Gegner? Das hört gar nicht. Oder habe ich eben durch Beschleunigen eben das Level beschleunigt? Jetzt macht er das Level 79. Naja, irgendwie blicke ich da noch nicht ganz durch. Aber auf jeden Fall kommt das wieder eine Bossrunde. Das muss ich schon irgendwie hinbekommen. Das heißt, ich muss dann zwangsweise wieder was Neues hinmachen. Ich habe jetzt Angst, wenn ich beschleunige, dass dann sogar etwas nicht machen. Geht ja nicht anders. Jetzt kommt auf jeden Fall der Boss. Ja gut, ich beschleunige jetzt nicht weiter, weil dann kommen die nächsten hinterher und mit dem Boss sollen ja alle auf ihn ballern. Ich glaube, das war auch der Fehler, den ich letztes Mal gemacht hatte. Gut. Der Boss ist weg. Passt. Jetzt kann ich ja hier weitermachen. Sollte jetzt keine Probleme mehr geben. Kann ich hier auch endlich zu Ende machen, was ich vorhabe.
Man merkt schon, die kommen schon ein bisschen weiter. Bis die weggehen. Ich bin auch schon bei Runde 86, darf man gar nicht vergessen. Das sieht man auch live. Ich glaube, ich stecke die noch nicht. Ich lasse die erstmal so. Obwohl 1 und 1 macht ja 2. Die 1 kann man ja stecken. Was sind ja 2? Macht da keinen Unterschied. Aber jetzt muss ich echt aufpassen auf die Bossrunde gleich. Ich mache jetzt mal nichts mit Beschleunigung. Müsste eigentlich gleich der Boss wieder kommen. Vielleicht kriege ich noch ein, zwei Türme hingestellt. Aber wer weiß. Ich habe jetzt Angst, wenn ich das beschleunige, dass er dann das kommt und da wird. Weil dann kann da was weiterlaufen. Weil dann schießt er ja doppelt. Aber hat auch eine Weile gebraucht, bis ich rausgefunden habe, was immer jede 10. Runde eine Bossrunde ist, wo man dann tierisch aufpassen muss. Schafft er das? Naja. Okay, 90. In der 90. Runde bis hierhin. Das heißt, 100 wird wahrscheinlich bis hier oder so. Ja, okay. Hier drauf drückt, zeigt er, was die für eine Fähigkeit haben. Wenn man hier drauf drückt, gibt 25 pro Minute oder pro Sekunde. Und der macht 4 Schaden, 10 Schaden, 4. Der macht 10 Schaden pro 4 Sekunden. Aha, wer weiß. Gut. Na gut, ich muss den Löffel jetzt zu Ende leveln. Geht nicht. Ich kann keinen anderen anfangen. Also dann habe ich keinen Platz mehr. Okay, gut. Ich glaube, 6 ist aber das Höchste, was man machen kann. Da steht jetzt 2000, 4 und 10. 0, 5 und 13. Wer weiß, was das heißt. Gut, jetzt muss man mit dem hier anfangen. Weil der ist am billigsten. Danach mit dem wieder.
Muss ich langsam wieder aufpassen, weil der Boss kommt gleich wieder. Mal gucken, der hat 100 Beschleunigung. 0,15, 1. Der hat 450, 0,25 und 4. 2000, 04 und 8. Naja, okay, gut. Wer weiß, wie das zusammenhängt. Nein, das habe ich halt gemacht, was ich eben meinte. Ich habe den anderen mit. Ach Mist, ich habe die 101 verwundert. Sind wir jetzt? Hoffentlich geht das gut. Glaube ich aber nicht. Oh Mann, was hab ich mich verklickt hier? Das wird nichts. Ja, alleine nur wegen dem Scheiß hier unten, haben die alle hier unten geballert. Das ist das. Klickt man einmal zu viel, schon bist du kaputt. Mann, 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 das war nicht gut. Pick noch nicht so ganz durch, wie das mit dem Klicken ist. Kommt die Bossrunde. Ah, hier ging das mit der Beschleunigung. Ah. Da blickt doch keiner durch. Geld. Jetzt haben wir. Nee, erst die hier. Der geht auf den, der geht auf den. Der wird 2, der geht auf den. Ich lasse den aber draußen wegen der Bossrunde. Das nächste Level ist Geld.
Oh, okay. Ich kann das nicht beurteilen. So, ich hab die noch gar nicht zusammengetan. So. Ich würde sagen, ich würde zu Ende leveln, aber das habe ich nicht. Ich muss noch auf die Bossrunde vorbereiten. Nicht die Weißen noch machen. Ich kenne Geld. Gut. Eine Landschaft wegen der Bossrunde. Das heißt, der würde ein 3-4er werden. Das heißt, er muss schaffieren. Level. Merkt man schon, dass die Level länger dauern. Ja klar, man muss auch genau timen, wie man was macht, wann man was erweitert, wann man wie was macht, um das mit dem um die Bossrunde nicht zu. Eben war da, eben wäre ich weitergekommen, hätte ich eben mich nicht verklickt hier und dann zwei Runden auf einmal gehabt, dann hätte ich den Boss bestimmt auch geschafft, bevor er hier oben gewesen wäre. Ich habe eben bei Level 100 auf einmal auch 101er Runde gehabt, also zwei gleich. Hat er dann die untere Hälfte, hat natürlich auch die neue Runde und oben auf dem Boss habe ich dann nur halbe Schießleistung gehabt. Das war der Fehler eben. Bei 110 Level hast du. Wir waren da eben schon bei 100 Level gewesen. Ging doch schnell. Ich gucke jetzt mal, ob ich das. Ich muss immer darauf achten, wenn Boss kommt, dass ich unten aufpasse und ich aus Versehen die
die nächste Level auch mit raushaue. Weil der Boss da, der bringt dann die normalen Levels, okay, die sind eigentlich relativ harmlos. Der Boss da bricht einem mehr das Genick. Wenn man da jetzt irgendwie verklickt, wenn ich aufpasst genug. Deswegen ist das halt nicht ganz so einfach. Wenn man halt den Boss im Auge behält, dann kann man eigentlich relativ weit kommen im Spiel. Denke ich mal. Ich habe letztes Mal auch, da hat der Boss mir das Genick gebrochen. So, habe ich hier 4-4, hier ist alles 4. Das heißt, als nächstes muss ich hier die roten. Oder erstmal Geld machen. Muss mal gucken gleich. Blau könnte ich noch bezahlen. Komisch, aber ich kann alle bezahlen, bis auf den hier. Das heißt, ich kann den schon mal raushauen. Mit dem Restgeld, was ich noch habe. Gut, raus. Jetzt haben wir den auf 4. Jetzt ist der auch auf 4. Jetzt haben wir alle auf 4. Jetzt könnte ich vielleicht wieder mich hier dran bauen. Als ich da alle auf 5 kriege. Aber fehlt das Geld wieder. Da fehlt das Geld wieder. Gut, alle auf 5. Das ist schon mal gut. Vielleicht kriege ich da ja noch ein 5er Paar hin. Gut, jetzt muss man langsam gucken, dass wir die Bossrunde hinbekommen. Da würde ich das nicht erweitern wollen. Auch wenn ich das hier vielleicht könnte. Was machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, die normalen. So, die lassen sich noch auseinander. Da wird 3 draus. Das ist jetzt hier auch wieder. Das heißt, hier wird 3 draus, da wird 3. Das gibt zusammen 4, das gibt dann zusammen 5. Das passt. So. Dann habe ich. Dann machen wir erstmal die nächste Runde. Kann ich ja hier auch schon mal. Gut. Mehr geht nicht, jetzt kommt die Bossrunde. Gut, das hat gut hingehauen. Machen wir erstmal die Weite. Dann hat er noch Zeit wieder.
ich noch eine Vierer geschaffen. Ja, jetzt müsste die Bossrunde kommen. Jetzt müssen wir mal wieder gucken. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, das war jetzt hier weiter. Ich glaube, der ist am niedrigsten, dass wir da jetzt unser Geld investieren, was wir bis jetzt gesammelt haben, um so viel wie möglich hier den Boss Schaden zu machen. Okay. Mehr kriegen wir gerade nicht hin. Gut. Jetzt muss man wieder gucken wegen der Bossrunde, bevor wir wieder genug hier hin aufbauen. Okay, mach das. Vielleicht findest du da eine Lösung. Dass du im Zombie, wo du das rumschreibst. Bisher kein R, glaube ich dir. Ist ja gerade richtig gekommen, das Update. Gerade neu. Kein Wunder, dass dann alle da im Regen stehen.
Zwei Admins, okay. Was heißt Admins vom Forum oder Admins vom Spiel? Dass die das abgeschickt gemacht haben, dass die alten Spielstände alle weg sind, von neu anfangen muss. Dann sollen die doch den Update-Zwang wegmachen. Dass man das Update behalten kann und nicht, dass die nicht zwangsweise ein neues drauf machen. Ist doch dies sowas. Da können wir wenigstens entscheiden, wann wir erweitern wollen. Weil das Spiel funktioniert ja auf meinem Rechner, nicht auf den Server. Wenn das jetzt ein Serverspiel wäre, könnte man das doch verstehen. Aber das Spiel ist ja bei mir auf dem Server, auf dem Rechner. Danach macht das da keinen Sinn, dass die unbedingt updaten wollen. Ab jetzt im Forum, keine Ahnung, ob die auch Entwickler sind. Ja, hab ich. Wenn das ein Server wäre, dann kann ich das verstehen. Klar, Server muss aktualisiert werden und da können die nicht ewig hinterherhängen. Das ist klar. Aber es ist ja ein lokales Spiel. Nicht mehr bei mir. Das ist ja. Da soll ich das Update weglassen und dann kann ich schon mal weitermachen. Ein Update-Zwang bringt doch nichts. Wir spielen da nicht im Multiplayer. Ich habe wieder was Geld. Hierfür noch zu wenig. Gleich kommt wieder Bossrunde. Die Bossrunde. Muss mal gucken, was ich hier wieder weiter. Vom Geld her. Hab gefragt, ob sie das Fleisch für einen begrenzten Tag wieder einstellen können. Dann könnte man es speichern. Immer wie willst du verhindern, dass die automatisch Updates wieder macht? Dass wir das Spiel so weiterspielen können. Weil die Funktion war ja nicht da. Okay, jetzt ist wieder Bossrunde. Gut überstanden, die Bossrunde. Wahrscheinlich sind wir einfach zu gut für Spiele, ne? Dass die meisten gar nicht so lange durchhalten und dann ist das bei denen eh egal. Dass so wie wir spielen und alles was aufbauen wollen, richtig
das spielen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Dass wir halt dann gegen den Strom springen. Das Spiel. Ich meine, wir spielen ja auch zu zweit. Wir haben halt die gegenseitige Sicherheit. Andere spielen wahrscheinlich alleine. Und wenn die tot sind, sind die tot. Ne? Wenn wir tot sind, kann man sich noch retten. Und dann geht das Spiel weiter. Na komm. Jetzt kommt der nächste Boss. Man auch nicht sehen. Was man denen vielleicht sagen sollte noch ist, dass wir ja unsere viele Zeit investiert haben, um so weit zu kommen im Spiel. Ne? Das war ja jetzt voller Zeitverlust, wenn wir das opfern würden, Spiel. Wenn das nicht mehr geht irgendwie. Ist ja lokal bei uns, ist ja nicht auf dem Server. Okay, jetzt kommt die nächste Bossrunde. Okay, da ist er. Nein! Das macht doch schon wieder zwei auf einmal. Hoffentlich schafft er das nur. Hm.
Hoffentlich. Ach, du hast schon wieder verklickt. Es ist aber 90. Oh Mann. Ich verstehe echt nicht, wann er das nächste Level mitmacht und wann er das beschleunigt.
Okay. Was macht man mit der Datei? Was haben dir denn die Admins gedacht, dass sie dir das gegeben? Der Link wird der Admin gegeben. Wie meinst du das nur für uns? Darfst du nicht weitergeben? Ja, aber was mache ich das mit dem Link? Kannst du ihn runterladen oder was? Der installiert das automatisch oder? Oder wie geht das jetzt? Jetzt kommt gleich wieder ein Bosslöffel. Jetzt kommt ein Bosslöffel wieder. Jetzt muss ich wieder. Erweitern. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, jetzt. Mach ich mal hier. Na, guck mal gleich mal. Ich mach die Runde hier noch zu Ende und dann können wir mal gucken, wie wir das installiert kriegen. Ich hoffe, ich verklick mich näher nicht wieder bei Runde 90 oder 100. Das wäre echt doof. Jetzt kommt wieder eine Bossrunde.
Ich glaube, die haben auch nur eine bestimmte Reichweite, die Würfel, habe ich so das Gefühl. Dass da nicht mal alle schießen können irgendwie. Sollte wieder eine Bossrunde kommen. Doch, die Bobon schießen noch. Jetzt kommt wieder eine Bossrunde. Da darf ich nicht wegblicken, sonst bin ich wieder kaputt. Hoffentlich klappt das jetzt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, sollte aber gehen. Ja, gut. Diesmal habe ich das vergeigt.
Es kommt gleich wieder die 100. Bossrunde. Bin mal gespannt, ob die jetzt auch gut geht. Jetzt kommt der 100. Uiui. Und ich krieg das dann. Oh, das sieht knapp aus. Das scheint zu klappen. Yep. 100. Das ist gut. Meilenstein. Kommt gleich die 110. Runde. Bin ein bisschen unsicher, ob wir damit im Mode spielen können, aber wir können es noch testen. Ja, guck mal gleich mal. Ich bin jetzt bei der 110. Runde, gleich kommt der Boss. Mal gucken, ob ich den schaffe. Wenn ich den schaffe, dann bin ich zufrieden. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nochmal klicken würde, wir haben der Boss mit dem anderen gleichzeitig. Jetzt kommt der Boss. Ich könnte noch hier was erweitern, aber mal gucken. Bin ich mal gespannt. Schaffen wir das?
Das war aber knapp. 110. Runde. Ich glaube, den nächsten Boss schaffe ich so nicht. Ich glaube, ich muss auch hier mal anfangen zu erweitern. Dass ich mehr Geld kriege und schneller erweitern kann. Das liegt ja am Geld. Das vielleicht schon viel früher machen sollen mit dem Geld hier. Ich glaube kaum, so wie ich jetzt habe, dass ich das nächste Boss noch schaffe. Jetzt kommt wieder ein Boss. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, aber ich bin zuversichtlich. Ich glaube aber nicht. Oder? 120 war Maximum.